trifft man mit dem Maßschaft besser? Und das um 30%. Diese Frage wollen wir heute in unserem Eufer Hunters, Eufer Shooters Video beantworten. Und dafür sind wir für euch nach Ulm gefahren, zur Firma Krieghoff, und haben dort einer der bekanntesten Flintentrainerinnen von Deutschland und möglicherweise einem der besten Schäfter dieser Welt über die Schulter geschaut. Sie hat die Leidenschaft von ihrem Opa geerbt. Als kleines Mädchen begleitete sie den Großvater oft auf der Jagd und noch viel öfter bei Schießwettkämpfen. Julia Thomas ist eine erfolgreiche Unternehmerin, die sich in einer männerdominierten Branche durchzusetzen weiß. Über 3000 Jagdscheinanwärter hat sie erfolgreich zum Jungjäger gemacht. Mindestens genauso viel erlernten bei ihr den präzisen Schuss mit der Flinte. Das ist Ralf Sommer. Er arbeitet seit über 30 Jahren bei der Firma Krieghoff. Ein Maßschaft bringt mir 5% Erfolg. Das ist auch so eine Aussage, die man nicht treffen kann, weil die kann man auch nicht nachvollziehen. Also 30% würde ich sagen, der spinnt. 25 davon ist er als Schäfter tätig. Seine Handarbeit wird weltweit geschätzt. Wenn man genau hinschaut, wird man auf jedem Kontinent mindestens ein Meisterwerk von Ralf Sommer finden. Weit über 1000 Maßschäfte fanden so in über 30 Ländern ein neues Zuhause. Wir treffen die beiden an einem Sommertag im August in der Schäfterei von Krieghoff. Julia Thomas will sich heute vermessen lassen, denn sie hat einen Maßschaft bestellt. Ein Maßschaft ist wie eine zweite Haut. Etwas ganz Besonderes, nicht alltäglich und oftmals wunderschön. Ja. Der Maßschaft ist immer ein Unikat. Heutzutage wird nicht mehr tatsächlich vermessen. Ralf Sommer bestimmt die Dimension dank seiner jahrelangen Erfahrung anhand von Faktoren wie Anschlag, Haltung und Proportion des Schützen. Entspannen. Nicht so sehr entspannen. Und nochmal den Menschen. Am Anfang war die Idee. Los ging es um 1900. Ludwig Krieghoff meldete das Krieghoffsche Schaftmaßverfahren als Patent an. Mit einer entsprechenden Holzklasse bekommt so ein Schaft eine ganz besondere Note. Er gibt seinem Besitzer mentale Stärke. Doch garantiert so ein Einzelstück auch mehr Treffer? Julia Thomas sagt ja. Ein Maßschaft bringt mentale Stärke aus dem einfachen Grund, weil ich dann weiß, dass ich Material habe, was zu 100% auf mich angepasst ist. Und dieser Gedanke, dass ich ja weiß, ich habe das perfekte Stück, was perfekt zu mir passt, bringt mich im Kopf natürlich dahin, dass ich eigentlich der festen Überzeugung sein muss, damit auch perfekt zu treffen. Du siehst die Taube, ich würde jetzt mal gerne deinen Anschlag anschauen. Okay. Beim Schuss mit der Flinte spielt der Kopf eine große Rolle. Wer nicht Herr seiner Gedanken ist, trifft mit der Flinte nicht. Über den Kopf kann ich natürlich ganz viel regeln, wobei wir ja auch immer sagen, wir wollen eigentlich den Kopf ausschalten. Wenn ich im Kopf stark bin und einfach weiß, dass ich bestimmte Dinge kann und für ganz bestimmte Dinge im richtigen Moment die Disziplin habe, bringt mich das eben wesentlich weiter, als unkontrolliert irgendwas zu tun. Maßschäfte gibt es bei Krieghoff schon ziemlich lange. 1902 hat Ludwig Krieghoff das Krieghoffsche patentierte Schaftmaßverfahren in die Welt gebracht. Und in Anlehnung daran arbeiten wir bis zum heutigen Tag. Jeder kennt den Ausspruch, die Läufe schießen, aber der Schaft trifft. Das stammt tatsächlich von unserem Firmengründer Ludwig Krieghoff. Damals noch in Suhl ansässig, war Ludwig Krieghoff der Meinung, dass ein angepasster Schaft jedem Schützen unschätzbare Vorteile bringen würde. Es sprach sich schnell herum, dass in Suhl, der damaligen Waffenhauptstadt von Europa, etwas ganz Besonderes entwickelt wurde. Also Ludwig Krieghoff war der Meinung, genau wie man durch Abnahme von Körpermaßen einen Maßanzug jemanden anmessen kann, genauso muss es möglich sein, durch Abnahme von verschiedenen Körpermaßen wie Armlänge, Handbreite, Halslänge etc. muss es möglich sein, auch den passenden Maßschaft zu errechnen.
wenn du einen Maßanzug hast, der passt dir zu 100% perfekt. Bei einem Maßschaft ist das eben nichts anderes. Und natürlich wirst du damit besser treffen. Und natürlich hast du auch den Gedanken, dass du damit besser triffst. Und das sind zwei Sachen, die natürlich ineinander spielen und dir dann das gewünschte Ergebnis liefern. Nichtsdestotrotz musst du für das Ganze auch trainieren. Heute schießen Profisportschützen fast ausnahmslos mit Maßschaft. Wer bei Olympia-, Welt- und Europameisterschaften Gold gewinnen will, überlässt nichts dem Zufall. Ja, also im Profisport ist es, denke ich, schon so, dass die allermeisten mit einem Maßschaft arbeiten, um wirklich die letzten 5%, die wir schon öfter gehört haben, rauszuholen und hier nichts dem Zufall zu überlassen und wirklich perfekt abliefern zu können. Der Maßschaft kitzelt für Profisportschützen die letzten Potenziale aus der Ausrüstung heraus. In den letzten Jahren gab es wohl kaum einen Sieger oder eine Siegerin, die ohne Maßschaft Goldmedaillen gewinnen konnten. Für die meisten Sportschützen jedoch ist der Maßschaft heute kein zwingendes Thema. Aufwand und Nutzen stehen für viele Schützen offensichtlich in keinem Verhältnis. Zu teuer, zu viel Aufwand, das sind die gängigen Vorurteile, wenn es um den Maßschaft geht. Doch was macht einen Maßschaft eigentlich aus? Welche Eigenschaften muss ein Maßschaft haben? Und kann ich einen Maßschaft auch alleine bauen? Das sind die Fragen, die wir mit unserem Video beantworten wollen. Es gibt zwei Hauptgründe für einen Maßschaft. Neben den körperlichen Voraussetzungen spielt das Thema Exklusivität der Holzklasse eine ganz wichtige Rolle. Grund für einen Maßschaft ist immer dann da, wenn ich von meinen Körperdimensionen einem Standardmaß nicht oder einem Standardschaft nicht entspreche. Das heißt, ich bin größer, ich bin ein bisschen voluminöser, ich bin klein, ich habe eine große Hand, ich habe eine kleine Hand. Und da es beim Flintenschießen ja vor allen Dingen essentiell wichtig ist, dass wir hier einen intuitiven, hingeworfenen Schuss haben, ohne dass wir groß drüber nachdenken wollen, das ist dann der Punkt, warum der Schaft wirklich optimal passen sollte. Und das ist der Beweggrund, warum sich jemand einen Maßschaft machen lässt. Ich glaube, ich habe mich schon entschieden. Auf den ersten Blick würde ich tatsächlich das hier wählen. Ich könnte dir noch nicht mal sagen, warum. Ich finde es aber irgendwie... Er hat was. Ja, irgendwie schon. Dann den finde ich auch gut, aber... Okay. Schnelle Wahl ist immer gut. Wenn ich durchgehuscht bin, nur kurz schauen. Also Größe technisch sind die beide... Ist der. Sind die beide kein Problem. Der. Okay? Ja. Beim Maßschaftverfahren müssen folgende Faktoren berücksichtigt werden. Die Hals- und Handlänge sowie die Handbreite und Armlänge. Es gibt noch einen zweiten Grund, warum wir hier Handschäftungen oder Schäftungen nach besonderen Schaftmaßen machen, wenn jemand ein sehr exklusives und ein sehr außergewöhnliches Schaftholz sich aussucht. Wir halten natürlich nicht in allen Schaftholzklassen fertige Standardschäfte vor. Auch dann machen wir hier Handschäftungen. Aber der Hauptgrund ist eigentlich tatsächlich allermeistens, wenn Körpermaße nicht stimmen, und ein passender Schaft gebraucht wird. Die Läufe schießen, der Schaft trifft. Diese geflügelten Worte gehen auf Ludwig Krieghoff zurück. Doch wenn es so einfach wäre, bräuchte dann nicht jeder junge Jäger und Sportschütze einen Maßschaft? So. Schaft wäre soweit jetzt ausgefeilt mit der feineren Feile. Der nächste Schritt ist jetzt, die Verstellung einzubauen. Wenn du losgehst als Jungjäger und kaufst dir eine Flinte, musst du eben auch auf gewisse Dinge achten. Das ist im Prinzip fast die Vorstufe zum Maßschaft, weil auch eine normale, in Anführungsstrichen normale Flinte muss passen. Es kommt darauf an, wie groß bist du, wie sind deine Gegebenheiten, hast du einen langen Hals, hast du einen kurzen Hals, hast du lange Arme, hast du große Hände. Es gibt eben auch da wahnsinnig viele Sachen, auf die man achten kann und die man auch mit Flinten ohne Maßschaft schon gut einstellen kann. Wenn man das alles beachtet, kann man auch im Vorfeld mit einer normalen Flinte eben sicher und gut am Anschlag arbeiten, um den vielleicht im zweiten Schritt dann für den Maßschaft immer wieder gut reproduzieren zu können. Ludwig Krieghoff war der Meinung, dass wenn man einen Maßanzug fertigen kann, es möglich sein muss, einen Maßschaft für Schützen zu fertigen. Der präzise Flintenschuss ist nicht einfach. Aber braucht nun wirklich jeder Schütze einen Maßschaft?
Also prinzipiell würde ich niemals einen Schüler, der gerade eine Jägerprüfung bestanden hat, zu einem Chef da schicken und sagen, lass dir mal einen Maßschaft machen. Wenn die Leute aus der Ausbildung kommen oder gerade irgendwo als Sportschütze mit dem Schießen angefangen haben, hast du noch keinen eigenen Stil. Den wirst du über die Zeit entwickeln und du musst einfach an den Punkt kommen, wo dein Anschlag konstant ist. Das heißt, wo du das sicher reproduzieren kannst, was du tust. Deswegen ist der Maßschaft eher was für Leute, die damit schon länger zu tun haben oder eben einfach in der glücklichen Lage sind, auch wenn sie vielleicht gerade erst angefangen haben, aber einfach einen super Anschlag haben und den immer wieder sicher reproduzieren zu können. Ja. Jetzt kommt der waagerechte Schnitt, da müssen wir den Fräser wechseln. Jetzt verbinden wir quasi die Diagonalen mit dem nächsten Fräser. Es kommt wie immer auf den eigenen Stil an. Dieser muss entwickelt werden. Wer treffen will, braucht im ersten Schritt einen stabilen Anschlag. Sehr gut. Trapp ist ja einfach, das kann ja jeder. Muss man ja auch erstmal gucken, ob das die richtigen sind, ne? Ja, die könnten es gut schießen. Hopp! Auf der Schanze! Hopp! Ach Mann! Und dann bleibe ich auch noch stehen! Dabei ist das doch ganz einfach! Hast du da drauf, wie einfach das ist? Es ist ganz einfach so, manche Dinge müssen irgendwie auf jemanden angepasst sein und ich finde das einfach gut, wenn man was Eigenes hat, was wirklich zu 100% angepasst ist und ich durfte diesen Prozess ja jetzt verfolgen in den letzten Tagen und Stunden und das ist, also mal abgesehen davon, dass es einfach wahnsinnig interessant ist. Willst du den Hasen nochmal? Mhm. Dann? Auf der Schanze. Okay, dann gib mal den Hasen. Hopp! Muss Patronen haben. Haben sich doch so ein paar Sachen vielleicht geändert. Die Waffe ist gekürzt worden, gewisse Abstände haben sich verändert und dass dann doch am Ende einige Änderungen zusammengekommen sind, ist für mich natürlich auch interessant und ich bin auch gespannt, wie das Ergebnis dann heute ist beim Schießen mit dem fertigen Schaft. Jetzt haben wir das vorbereitet. Und jetzt geht's wieder los. Maßschäfte gibt es in allen möglichen Formen. Wer einen haben möchte, sollte sich im Vorfeld mit der Disziplin und dem Anwendungsbereich auseinandersetzen. Denn die Einsatzgebiete können doch sehr unterschiedlich sein. Das ist jetzt keine Folgelei, sondern das sind die Fräserschnitte. Hier ist die Kante diagonal und ich fahre mit rund rein. Das heißt, hier bleibt so eine Ecke stehen. Und die hält denn jetzt? Es gibt ja ganz viele verschiedene Maßschäfte. Es gibt ja nicht nur einen Maßschaft und der passt dann 100 Leuten und vier verschiedenen Disziplinen. Es gibt ja Leute, die wollen nur Skeet schießen. Es gibt Leute, die wollen nur Trab schießen, sportlich, jagdlich. Die Parcoursschützen gibt es. Also es gibt ja eine recht breite Masse an Disziplinen, die wir haben und eben auch das jagdliche Schießen im Wald, auf dem Feld, wie auch immer. Mir sollte vorher klar sein, was will ich mit der Waffe machen, wofür brauche ich den Maßschaft, welche Disziplinen will ich schießen. Sportlich Trab, bin ich eher der Parcoursschütze oder jachtliche Wettkämpfe oder gehe ich wirklich mit der Waffe in den Wald auf Federwild. Das muss mir vorher klar sein und aufgrund dieser Basis wird der Maßschaft dann gefertigt. Es gibt einfach Dinge, womit du dir das Flintenschießen deutlich erleichtern kannst. Und das sind so ein paar Sachen, die relativ schnell erfüllt werden können. Das ist die passende Schießweste, nicht zu groß, schön eng anliegend. Der passende Gehörschutz, nicht zu große Schalen, schöne schmale Schalen oder ein In-Ear-Gehörschutz, dass du immer gut mit dem Schaft an die Wange kommst. Ich muss meine Augendominanz kennen. Bei vielen Schützen ist es so, dass sie gar nicht wissen, welches Auge dominant ist, weil ihnen das auch nie jemand gesagt hat. Und da ist dann eben sind die Treffer meistens Glückstreffer, je nachdem, in welche Richtung die Tauben fliegen, ob du Crosser hast oder Tauben, die auf dich zukommen. Aber es gibt einfach Dinge, die muss ich vorher überprüfen. Und neben der technischen Ausrüstung, Weste, Gehörschutz, im Zweifel eine Brille oder es gibt auch Leute, die eben Augenklappen nutzen, weil sie das linke oder das rechte Auge, wenn es Linkshänder sind, nicht richtig schließen können. Das sind alles Hilfsmittel, die das Schießen und das Trefferbild, das gute Trefferbild nochmal nach vorne bringen können. Ein Maßschaft kostet Geld. Wie viel? Das hängt auch von der gewählten Holzklasse ab. Und lohnt sich so eine Investition? Ein Maßschaft, und ich glaube, das
kann man auch so sagen, ist natürlich auch immer ein bisschen eine Investition. Wenn man sie einmal gemacht hat, wird sie auch viele, viele Jahre glücklich machen. Die einen entscheiden sich vielleicht schneller, die anderen brauchen ein bisschen dafür, aber egal, ob jetzt schnell oder nicht so schnell, du musst immer an dem Punkt des sicheren Anschlagreproduzierens sein. Wenn du das nicht hast, brauchst du dich dafür nicht entscheiden. Pull. Irreführung 2, schon wieder die falsche Maschine. Ab einem bestimmten Punkt stellt sich die Frage nach dem Maßschaft nicht mehr. Will man oben mitspielen, braucht man einen. Doch um wie viel Prozent schießt man denn nun mit einem Maßschaft besser? Prozentuale Werte gibt es da tatsächlich nicht. Also die Erfahrung zeigt natürlich, dass ich meine Leistung verbessere, wenn ich alles beachte, wenn der Anschlag konstant ist. Wenn das jemand behauptet, würde ich zumindest bis dahin mitgehend sagen, dass man besser schießt, aber das tatsächlich in absoluten Zahlen oder Treffern oder Prozenten zu bewerben, hätte ich Respekt vor. Ansonsten hätte sich sicher Ludwig Krieghoff darüber schon gefreut und hätte es damals in die Werbung eingebaut. Ich würde nicht sagen, oder ich kann es auch nicht in Prozent ausdrücken, dass man damit irgendwie um 30% besser schießt oder 30% mehr Treffer hat. Ich glaube, das kommt auf jeden individuell an. Und wenn das so wäre, dann hätte das sicherlich auch schon jemand rausgefunden und veröffentlicht. Die Herstellung eines Maßschaftes dauert bei Krieghoff in der Regel 24 Stunden. Nach der Schäftung geht es erstmal auf den Schießstand. Hopp! Hier treffen sich Julia und Ralf wieder. Und hier bekommt Julia das erste Mal den neuen Schaft in die Hand. Dieser Augenblick ist sehr wichtig, denn der erste Schuss mit dem neuen Schaft sagt schon viel über die Qualität der Anpassung und der Ausrüstung aus. Passt alles? Fliegt die Flinte an die Wange? Sitzt der Griff perfekt? Nach einer Reihe von weiteren Schüssen kommt die Einschätzung von Julia. Ja, schießt. Aber man merkt tatsächlich einen Unterschied. Ich bin wendiger und schneller am Abzug. Und das ist für mich schon ganz deutlich spürbar. Ich glaube, das war jetzt, die ersten Tauben waren auch super okay. Es ist was anderes, man merkt das auch. Das wäre ja auch komisch, wenn man das nicht merken würde. Muss man sich auch dran gewöhnen, aber es funktioniert. Nach einer Reihe von weiteren Schüssen ging es dann für Julia wieder Richtung Heimat. Und für uns stand fest, mit dem Maßschaft trifft man einfach besser. Das war unser Video zum Thema, wie entsteht ein Maßschaft, was steckt eigentlich alles dahinter und für wen ist ein Maßschaft etwas. Ich hoffe, das Video gefällt euch. Wenn dem denn so ist, dann lasst doch gerne ein Like da, schreibt eure Meinung in die Kommentarspalte rein und nicht vergessen, abonniert unseren Kanal national sowie international. Und an dieser Stelle geht nochmal ein ganz großes Dankeschön raus an Julia Thomas vom Jagdzentrum Oberberg, an Max Scherle und an Ralf und Ralf vom Team Krieghoff.